Wie lange guckt ihr denn hier schon zu? Ich bin hier gerade am Lesen. Passt ja ganz gut, dass ihr jetzt auch dabei seid. Der Rainer hat mir Samples geschickt. Welcher Rainer? Ja, ich kenne ihn auch noch nicht wirklich sehr lange. Er hat mich angeschrieben, ob ich Lust an Samples hätte, Blind Samples. Er würde mir gerne welche schicken. Aber nicht nur mir, sondern auch Peter Käuflin. Und den Norman, unseren guten Whisky-Bubbler. Habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Und jetzt war ich gerade hier dabei, mir sein Schreiben durchzulesen. Ich habe hier zwei Samples bekommen, habe die schon mal eingeschenkt, zum gewissen Teil. Er sagte, auf jeden Fall zur Nummer 1, hier vorne, die sollte etwas länger ziehen. Oder atmen. Ich denke jetzt so 15 Minuten, 20 Minuten, wenn ich gleich mal hier mit dem ganzen Reden fertig bin, wird er dann haben. Er spricht hier Minimum eine halbe Stunde. Aber mir juckt so ein bisschen in den Finger. Ich will da gleich loslegen. Ja, nee, allererste Nase habe ich genommen, weil er es hier angeschrieben hat. Aber da konnte ich noch nicht filmen. Ich hatte nämlich eben dann drumherum mein Setting hier aufgebaut. Die erste Nase, erster Eindruck war eine schweflige Note, eine muffige Note mit Sherry-Aromen. Punkt. Ob bei Nummer 2, ob der jetzt auch so lange ziehen soll oder nicht, er hat sich hier nur auf 1 bezogen. Aber ich habe 2 da gleich mit reingemacht, denn die Auflösungen sind so zusammengeklebt. Und jetzt weiß ich ja nicht, welche Auflösung welche ist. Also ich kann nicht einzeln lösen. Von daher 2 auch gleich mit ins Glas eingeschenkt. Mal schauen, was bei rauskommt. Zu 1 empfehlt ihr dann auch noch ein bisschen Wasser. Meine ich auf jeden Fall. Wasser ist ratsam. Nach der ersten Nase mindestens 1,5 Stunden im Glas lassen. Ich habe Wasser, habe die erste Nase genommen und dann auch etwas Wasser reingetan. Zu 2, das ist eine Zugabe, ein Dankeschön. Unabhängiger Abfüller, Region weiß ich, Destille nicht bekannt. Gut, gibt es ja viele solche Abfüllungen. Sind wir mal gespannt. Bei 1 auch unabhängiger Abfüller. Ja, deshalb denke ich auch eins klar, wenn er schon sagt, Wasser ran, also Fassstärke, dann sind es bei unabhängigen Abfüllern auch meistens Single-Cask-Abfüllungen, in meinen Augen dann sehr fasslastig. Deshalb mal schauen, wie weit wir überhaupt kommen. ja, ich finde es bei unabhängigen Abfüllern wirklich sehr, sehr schwer, da die Einzelfässer oft extrem schon auseinanderschwanken und die nicht so eine Kontinuität drin haben wie Standardabfüllungen oder größere Standardabfüllungen von den Brennereien. Klar haben die auch ihre extravaganten Abfüllungen, aber wenn ich jetzt beim Standard bleibe, habe ich gemerkt, bei den Blind Tastings, die ich selber durchgeführt habe, da hat man wirklich als Whisky-Fan irgendwo eine Chance. Ja, er wünscht noch sehr viel Spaß. Und ob wir Video drehen oder nicht, das spielt auch gar nicht so eine Rolle. Mit oder ohne Video. Genau, sprecht euch bitte ab. Haben wir gemacht. Ich bin, glaube ich, der Letzte, wenn ich das verstanden habe, mit dem Drehen. Und dann schneiden wir noch und dann stellen wir das alle zeitgleich ein. Aber das, wenn ich jetzt der Dritte bin von den 3 Videos, habt ihr das ja alles schon gehört von meinen 2 Kollegen. Hoffe, hab nichts vergessen. Kontakt auch gern über WhatsApp, gebe ich euch jetzt nicht, aber ich habe ihn eben ein Foto gemacht und das mal kurz rüber gewhatsappt. Ich bin zu alt dafür, ich kenne diesen Jugendslang nicht. Aber okay. Kommen wir zum Ernst des Lebens. Ich nehme jetzt noch mal eine Nase und da muss ich mal gucken, weil Nummer 1 kam mir durch diese etwas muffige, schweflige Note. Im ersten Moment würde ich sagen Fasseinfluss.
Und jetzt nicht irgendwie generell Brennerei-Charakter, aber gut, kann man sich irren. Aber er kam mir recht voll vor und die Nummer 2 bei der ersten Nase etwas leichter. Vielleicht muss ich es wirklich drehen. Obwohl bei 1 ist jetzt schon Wasser drin. Naja. So. Immer noch hoher Alkohol. Wirklich. Immer noch sehr hoher Alkohol. Und ich habe schon ein bisschen mehr reingetan. Wenn schon jemand schreibt, ein bisschen Wasser wäre ratsam, dann habe ich für mich, ihr kennt meine Anfangsschwäche, dachte ich, tun wir noch ein bisschen mehr rein. Ja, ich blende euch in der Zeit mal kurz Fotos ein von den Farben. War vor dem Verdünnen von Nummer 1. Denke ich, bei unabhängigen Abfüllern wird wohl echt sein. Farbe her spricht für mich auch für Starkweineinfluss. Ich hatte letztens im Blind Tasting, ich mache das ja gerne am Ende von meinen Videos, wenn ich hier so ein Drehabende sind das bei mir hier immer, mache, da hatte ich einen Octomore zum Schluss und ich hatte vorher keine rauchigen Malts. Ich habe eine ähnlich muffige Note wahrgenommen, aber kein Rauch. Also meine Nase hat das in diesem Moment, den angeblichen so super starken Octomore-Rauch. Ich habe selber eine ältere Octomore-Abfüllung auch offen. Habe ich nicht als Rauch wahrgenommen, nur als Muffigkeit. Kam mir vor wie ein Port Charlotte und da geht der hier gerade auch hin. Ich werde noch mal ein bisschen Wasser dran tun. Es sind schwerere Fruchtaromen da, aber die kriege ich gerade nicht so wirklich auseinander. Ich meinte eben auch kurz eine gewisse säuerliche Note in der Nase zu spüren, vielleicht auch Weineinfluss dabei? Fragezeichen. Wenn das so eine Schwefelnote ist, dann spaltet das wirklich die Gemüter und die Vorlieben der Leute. Er schreibt nämlich auch, also er schreibt erstmal, dass das alles Schotten sind. Unabhängige Abfüller, Einzelheiten zu. Oder hat er mir das über Facebook geschrieben? Ich glaube, er hatte da wortwörtlich, oder naja, klar, wortwörtlich weiß ich das jetzt auch noch. Er hatte sinngemäß geschrieben, dass er den gut findet und speziell, aber da er eben so speziell ist, sehr wahrscheinlich auch nicht jedermanns Sache ist. Und das kann ich von der Nase so schon mal unterschreiben. Ich nehme jetzt ganz kurz nochmal die 2. Ja, viel. Das heißt viel. Etwas nicht. Hat einfach nicht diesen Schwefel. Muff. Da ich diesen Octomore erst letztens hatte, meine ich, dass der hier ähnlich ist. Aber in letzter Konsequenz ist das nicht. Ich werde jetzt mal einen ganz vorsichtigen Schluck nehmen, nicht, dass er mir sofort die Zunge lahmlegt. Da muss noch Wasser ran. Ich schmecke sonst gar nichts. Ein mordsmäßiges Kribbeln, was, finde ich, vom Alkohol kommt. Schwer zu packen das Ganze. Nach hinten raus Eiche, starke Eiche. Ja, noch so eine
dem Eichenarom. Zart, bitter, ein bisschen nussig. Aber vorne auf der Zunge habe ich gar nichts gemerkt. Außer, wie gesagt, eben so einen starken Antritt und auch im Mund etwas muffig. Jetzt wird er schon etwas offener. Man muss sich ja an manche Abfüllung auch rantasten. Also um Gottes Willen, es ist jetzt nicht so, als ob ich die jetzt verbannen will. Aber wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Ich habe zum Glück ja auch noch was im Sample drin. Und da kann ich ihn vielleicht noch mal morgen Abend auf der Couch mir etwas näher zur Brust nehmen. Wenn ich dann weiß, was es ist. Ich würde gern schon von Norm und Peter die Videos sehen. Der Peter beeindruckt mich ja immer wieder durch seine Supernase und wie er die ganzen Sachen beschreibt. Das ist so ähnlich, kennt ihr das? Ihr sollt ein Gedicht schreiben oder so an eure Liebste. Ja gut, das müsst ihr ja nicht, aber irgendwie in der Schule oder ihr wollt an eure Liebste einschreiben und ihr findet einfach nicht die Worte. Und dann macht er dann irgendwie so ein Poesiealbum auf und dann hat da irgend so ein alter Dichter einen rausgelassen, der es wirklich kann. Und so kommt mir das immer vor, wenn ich Peter seine Videos sehe. Die sind so super beschrieben. Das war jetzt ein Kompliment, ne? Nicht, dass das irgendwie falsch rüberkam. Ich merke das manchmal in meinen Videos, dann erzähle ich hier was und später bei den Kommentaren merke ich auf einmal, dass ich irgendwie anders oder falsch verstanden wurde. Auf jeden Fall, als ich eigentlich wollte. Ja, hat der was Maritimes? Herr Schwefel benebelt mich. Immer noch stark, jetzt aber trinkbar. Ich gehe von Starkweinfässern aus. Also näher kann ich mich da noch nicht mal drauf einlassen. Ex-Bourbon wird das nicht sein. Weingeschichten, Weinfasslagerung, glaube ich auch nicht. Die gut waren, die mir geschmeckt haben, habe ich gar nicht in erster Linie mit Wein assoziiert. Und bei denen, wo ich das tue, die haben oft irgendwo so eine säuerliche Note, die mich eben an Trauben erinnert, die noch nicht ganz reif sind. Und das hat er nicht. Also ein Bruder vom Port Charlotte, vom Octomore. Wie gesagt, ich weiß noch nicht mal, ob hier Rauch drin ist. In meinen Augen nein. Das habe ich letztes Mal nicht. Ja, beim Octomore sagte ich wüsste es nicht. Ein bisschen so Orangenschalen kommen jetzt wohl durch. In meinen Augen. Ja, so leicht nussige Note am Ende mit einer ganz guten Eiche, die so einen Nachklang hat, so mittellang. Da der so sehr wahrscheinlich so einen hohen Alkoholgehalt hat, den kann ich gar nicht auf was Altes tippen. Also er hat für mich überhaupt nichts, was ich mit alten Malts assoziiere. Er hat eine recht starke Eiche, die finde ich leicht bitter wird. Und jetzt müssen wir es ja mal irgendwann spannend machen und zum Ende bringen.
ich sage jetzt einfach mal maximal 12 Jahre, aber ich denke was Einstelliges. Hauptsache, ich liege nicht daneben. Die Leute schicken uns ja oft sehr, sehr gute Sachen und ich habe selten günstige Malls. Und wenn sie teuer sind, dann sind es oft ältere. Aber bei Single-Cars-Abfüllungen kostet auch schon mal so ein 8- oder 9-Jähriger ganz gut Kohle. Ich führe jetzt, wie gesagt, wenn ein Fass so einen Schwefeleinfluss hat, dann kann man da eh wenig dran machen. Also Brennerei-Charakter 0, Entschuldigung, also für mich Legastheniker, eine maritime Note. Ich habe mir jetzt auch so ein bisschen schon totgeschnüffelt hier. Vielleicht. Ein Kirchhomen, aber ich nehme überhaupt gar keinen Rauch wahr. Das stört mich. Banner Heaven? Also ihr merkt schon, ich bin eher so bei den stärkeren Brennereien, so von der Intensität her. In der Space Hide kann man eh verloren gehen, von daher. Eher weniger. Einmal noch. Nee. Ich weiß es nicht. Also bleiben wir dabei. Während ich trinke, kann ich es ja nochmal wiederholen. Maximal 12, ich denke unter 10. Natürlich Single Cast, Fassstärke. Sehr, sehr hoher Alkohol. Obwohl, es ist mein erster, da falle ich oft auf die Nase. Aber der hat auf jeden Fall Fassstärke. Ich weiß jetzt nicht, wie gut der beschrieben ist. Er hat auf jeden Fall so eine schweflige Note. Muffige Note, Kuhstallnote, wie ihr es auch immer umschreiben wollt. Das ist nicht nur erdig, das ist noch mal ein bisschen mehr. Sonst muss ich passen. Eine im Sinne Schwesterbrennerei von Port Charlotte. Irgendwo in die Richtung. So, ich konzentriere mich oft bei dem Blind Sample so sehr darauf, was ich rieche, dass ich gar nicht so oft über diesen Punkt nachdenke, ob er mir schmeckt. Obwohl ich selber bei meinen Blind Tastings, die ich so verschicke oder meine Sets, immer wieder darauf hinweise. Ich fand ihn jetzt erstmal im Blind Tasting anstrengend. Sowas lüftet sich dann natürlich immer, wenn man weiß, was es ist. Manchmal frage ich mich auch, sind die Aromen vorher schon da? Ja, werden sie sein, aber bei mir habe ich manchmal auch das Gefühl, wenn ich dann weiß, das ist die und die Brennerei, dann rufe ich aus dem Gedächtnis ab, für was steht die? Und wenn dann diese Aromen sich nur leicht zeigen, dann hat mein Gehirn die dann auch sofort. Und dann sage ich, ja, das war ein Beaumont. Von der Farbe hier auch wieder europäische Eiche. Sherry. Der riecht schon älter, gesetzter. Ja. Ich glaube, ein bisschen Wasser könnte er vielleicht haben, aber der. Der riecht alt. Cool. Der ist auf jeden Fall älter. Viel ruhiger.
da der Muff im ersten so präsent ist, kann ich ihn jetzt gar nicht weiter damit vergleichen. Er wirkt komplexer, keine starken Fruchtaromen, sondern eher Holz. Vielleicht eine Kirsche, die da durchkommt. Ich nehme jetzt einen ganz kleinen. Ja, der hat auch Dampf. Ich mache das heute als erstes und nicht als letztes, dieses Blind Tasting Video. Da ich es unbedingt durchziehen will, um es mit meinen zwei Kollegen zeitgleich einstellen zu können. Und ja, damit ich nicht vorher was trinke, was hier irgendwie... Ja, mein Gaumen lähmt. Weiß ich nicht, wie ich es beschreiben soll. Deshalb habe ich das jetzt als erstes genommen. Aber ich will gleich noch was drehen. Deshalb würde ich mir den jetzt auch nicht... Keine Ahnung, was der hat. Auf jeden Fall 43% sind das nicht. Kräftige Würze, die da wirklich hochsteigt. Meine Kirsche, finde ich nur noch so eine Art Kirschwasser, so ganz leicht. Leicht ledrig. Kein Rauch. Auch ein starker Alkohol. Das wird auch eine Fassstärke sein. Eine wesentlich kräftigere Eiche. Eine bittere Eiche. Also alles noch im Rahmen, aber deutlich bitterer als beim ersten. Was mich dabei unterstützt oder was mich bestätigt vom Alter her. Ich werde noch mal ein bisschen Wasser reintun, um einfach noch mal ein bisschen klarer zu kriegen. Kein nicht rauchiger Inselwhisky, bin ich ziemlich sicher. Also hier können wir uns gut in der Space Side bewegen. Macht man im Blind Tasting eh nicht viel verkehrt. Da hat man fast schon die meisten Brennereien eingeschlossen, ne? Nein, aber ob Space Side ist oder Highlands, Lowlander habe ich auch schon oft genug nicht erwähnt und einmal hatte ich einen im Glas. Ich habe mich auf die Kirsche eingeschossen, also schwere Sherry-Aromen, das ist für mich auch Sherry. Ich glaube nicht, dass das Port ist oder wie gesagt auch keine Weingeschichte. Viel zu klassisch das Ganze. Und wenn die Brennerei nicht genannt wird, denke ich jetzt an Abfüllungen, die mir durch den Kopf gehen. Nicht eher aus der Billig-Ecke, sondern eher an so ein... Da passt irgendwie diese Fassstärke nicht dazu. Gordon MacPhail hat ja so Abfüllungen. 30 Jahre, Speyside oder so. Aber viele andere unabhängige Abfüller haben da ja auch Einzelfässer, ne? Da gibt's auch genug. Oder was weiß ich, da gibt's so viele auf dem Markt, die keinen Namen nennen.
Und immer, wenn ich dann auf die Preise gucke und denke, ja, der muss ja dann günstiger sein, weil es ja nicht bekannt ist, dann denke ich, nee, doch nicht. Süße natürlich da, aber irgendwie will ich nicht immer mit der Süße anfangen. Kirsche. Ledrig. Tabak. Weiß ich nicht. Und dann schiebt die Eiche da durch. Jetzt habe ich ihn vom Alkohol etwas weiter runter, dass ich merke, dass am Ende die Eiche da doch ganz schön reinpfeffert, auch einen pfeffrigen Stich hat. Jetzt kommt diese bittere Note durch, was alles für mich noch akzeptabel ist. Generell ein schöner Malt. Also ich weiß nicht, wo ich ihn einschätzen soll. 21 plus, denke ich mal. Aber wenn stark sehr aktive Fässer waren oder ein sehr aktives Einzelfass vielleicht, kann das auch ein 18-Jähriger sein. Vielleicht aber auch ein 25-Jähriger. Speyside, nicht rauchig, Sherryfass. Ich denke, ich habe alles gesagt, was soweit jetzt wichtig ist, ne? Jetzt im Blind Tasting viel schöner für einen zu trinken, weil ich den ersten eben, weil er eben so, der erste eben so kantig ist durch diesen Muff. Und der hat mich jetzt ganz schön abgelenkt. Ich bin nicht da durchgekommen. Ihr habt es ja gemerkt. Ja, hätte mir ein Messer holen sollen, was? Aber das geht. Oh. So. Einmal. Zweimal. So, wie kriege ich den denn jetzt am elegantesten auseinander? Okay, was ist denn jetzt eins und was ist zwei? Ja, das muss hier eins, ah ja, da hat er zwei drauf geschrieben. Gut, fangen wir mit eins an. Bruch Lady. Gut. Bin ich erstmal zufrieden. 13 Jahre. Ah, ich sagte, eher unter 10 tippe ich, aber bis 12 habe ich ihn laufen lassen. Sehe ich noch als Erfolg. 63,5 lag ich auch richtig mit meinem Alkohol. Ich weiß jetzt nicht mehr letzten Endes, was ich gesagt habe. Hier auf jeden Fall Rotweinfässer. Das sind dann auch die ich oft gar nicht als Rotwein erkenne, sondern dann als Starkwein durchlaufen lasse. Das Ganze ist natürlich vom Brühler Whiskyhaus. Von diesen 0,5er Abfüllung hatte ich noch keine. Die bringen ja ziemlich viele davon raus. Aber bis jetzt hier 399 gibt es davon auch nur bei 0,5. Das war auch kein riesiges Fässchen, ne? Ja, generell bin ich erstmal zufrieden. Diesmal hatte ich wirklich keinen Rauch, aber diesen Bruch Lady Touch. Rainer, wenn du da Informationen hast, war das jetzt der Bruch Lady Charakter? Ich fand ihn super extrem mit dem Muff. Oder hat er auch das Fass noch einen Schwefelanteil gehabt? Ich bin selber schon ganz gespannt auf Peters und Norms Video. Eine maritime Note war ich mir nicht sicher. Ja, so viel dazu. Jetzt kommt was, wo ihr denkt, dass ich mich bestimmt auskenne, tue ich aber nicht. The Scotch Malt Whisky Society. Irgendwie kann man da Whisky kaufen oder so ein Abo oder ich weiß es nicht. Ich hoffe, die anderen beiden erklären das.
Hot Apple and Chin irgendwas. 16 Jahre. Aber die Region kann ich nicht lesen. Tja, Rainer wird mir das schon noch sagen. Dann blende ich das irgendwie mit ein. Also 16 Jahre lag ich doch ganz schön weit daneben mit meinen wenigstens 21. Alkoholgehalt kann ich auch nicht entziffern, aber das sieht auch nach einer irgendwas mit 50, würde ich sagen, aus. Okay. Jetzt gucke ich gleich erstmal. Nee, ist ja erst in ein paar Tagen, aber praktisch, ihr könnt sofort machen, die beiden anderen euch anzuschauen. Ich kann es nur empfehlen. Mit dem Bruchletti bin ich sehr zufrieden. Hier weiß ich jetzt immer nur, dass ich mit dem Alter falsch lag. Ich weiß jetzt weder das Fass noch die Region. Ja, da freue ich mich schon, wie gesagt, ich blende es irgendwie ein. Aber mit dem Bruchletti bin ich zufrieden. Finde ich gut. Auch wenn ich sonst da nicht viel mitbekommen habe. Also irgend so ein Rotwein. Nee, wäre ich nicht drauf gekommen. Okay. Schaut euch Peter an, schaut euch Norm an. Viel Spaß. Ciao.